Ja, nee. Und Frame haben wir auch noch keine Fabrik für, hm? Okay, dann erstmal eine Fabrik, die Frames baut. Hier. Haben wir noch nicht, oder? Wir haben diese Rotorblätter, wir haben die Rotoren, wir haben Sticks, wir haben Holzplanken, aber wir haben noch keine Frames. Was braucht ein Frame? Da. Ziemlich viel Eisen und Eisensticks, was aus Eisen ist, und grüne Chips. Okay. Du, da, du, da. Eventuell muss ich es hier auch wieder aufteilen, weil das sind echt viele Sachen, das Ding reinlegen muss. Also nicht viele verschiedene, sondern halt 25 davon, 25 davon und so weiter. Also nimm mal bitte das da, nimm mal bitte... Das waren Eisensticks, ne? Ja, das waren Eisensticks. So, gehen wir auf 50. 50 und 50. Dich beschränken wir mal auf einen Stack, weil ich keine Ahnung habe, wie hoch die stacken. Und wenn das Ding hier 50 von den Sachen jeweils frisst und wir dann 100er Stack davon haben, wird das doch ein wenig dekadent. Also, ja. Ja, genau. Aber mach mal aus dir ein grünes Ärmchen. Du nimmst bitte nur Frames, wenn im System weniger als 10. Dass wir 10 auf Vorrat haben. Sind. Okay. Haben wir die Frames. Wieder nach oben. Wieder da und da. Also Frames haben wir, Crude Rotor haben wir und Weak Flux Kompensator. Das sind die da. Keine 200, nein. 10. 2. Ja, mach mal 2. Wie viel brauchen wir eigentlich für einen? Oh, warte. Da. Ja, 2 Flux-Dinger. Ein Frame, 4-mal Crude Rotor. Das wäre der da. Ah, da kannst du mich von 10 hinpacken. Die brauchen primär Holz und wir enforcen gerade alles. Dann noch den Secondary Steam Engine 1 und grüne Chips. Jo. Grüne Chips wären hier. Und Secondary Steam Engine MK 1. 2 Stück davon. Und Ärmchen. Auch hier wieder ein etwas schnelleres Ärmchen, weil es halt so viel verschiedenes Gedöns ist, das da reinkommen muss. Und du wirst auch beschränkt auf... Warte. Du nimmst nur raus, Secondary davon und nur, wenn im System weniger als... 10. 10 reicht erstmal. Schön. So, was haben wir hier? Wir haben 44 Chunks of Tupas. Davon könnte ich bauen... 7 von den billigen Türmen. Also muss ich sogar bauen, weil ich brauche die ja auch für die. Nee, stimmt gar nicht. Oh Mist, ja. Ich kann die gar nicht aufstufen. Wenn, dann würde ich eigentlich ganz gerne eher von vornherein die hier bauen. Die verbrauchen auch noch weniger Strom. Die verbrauchen richtig wenig Strom. Aber lila Dinger und Tungsten und gar. Nee, die hier will ich haben. Also machen wir das alles jetzt zu Raw. Das machst du, richtig? Genau, Raw. Mach mal 22 erstmal. Dann gucken wir weiter. Den Rest behalte ich auf Tasche. No, 8 Stück mal ebenso fertig. Goodie, goodie, goodie. Kommen mal mit, die werden gleich verbaut. Erstmal hier die Reihe fertig machen und dann hier weiter. So, sehr gut. Genau, wo ich gerade hier wegen Strom und so weiter bin, ich gehe mal ganz kurz gucken, was unsere Fuel-Block-Geschichte so macht und ob die Tanks hier so arbeiten, wie sie arbeiten sollen. Leichtöl sieht nämlich fast leer aus. Okay, Problem. Pollution 2,16. Pollution 1,44. Stromverbrauch 420. Naja, nee, mach auch Stromdinger rein.
Also Stromsparmodule sind die neuen Produktivitätsmodule. Produktivitätsmodule waren ja quasi ein Muss in der letzten Staffel. Jetzt sind es die Stromspardinger. So und ihr. Bam. Pollution 3,6. Warum hier ist das MK2-Ding? Wusch. Pollution 21. Ja. Aber lass ich trotzdem erstmal. So, was mit den Jungs hier drüben? Warum macht ihr gar nichts mehr? Da steht 0,1, aber da passiert nichts. Hier 10%. Ah, ich habe hier wahrscheinlich irgendwie falsch hingedreht oder so. Mach die alle mal. Der auch. Was ist los mit euch? Ich habe eigentlich nichts gebatcht. Ah. Es liegt. Ah. Deswegen habt ihr nicht gearbeitet. Es liegt gar nicht daran, dass ihr so langsam seid. Es liegt daran, dass die nicht hinterherkommen. Dann könnt ihr auch alle wieder jetzt ein bisschen weniger sein. So. Petroleumgas wird nicht schnell genug abgebaut. Okay, das ist kein Problem. Dann nehmen wir jetzt einfach den da. Setzen die nicht hier hin. Und der macht dann Petroleumgas zu vier Blocks. Und dann sollte das eigentlich hinhauen. Ja, oder ich könnte einfach die hier leer machen. Dann verbraucht der auch fleißig Schwefelsäure und das verbraucht auch ein bisschen Petroleumgas. Aber trotzdem mache ich das mit dem hier mal zu Fuel Blocks, weil, ne? Wir haben ein Problem. Das. Was? Oh Mist, ich habe eine Oil Refinery gebaut. Das ist nicht eine Lösung für das Problem. Was eine Lösung wäre, wäre einfach hier einen Tank hinzusetzen. Zinkplatten. Wir bauen mal zwei Tanks hinten dran. So, die werden recht schnell fertig sein. Jo. Mach den weg. So, so. Dann sollten die jetzt schon wieder alle arbeiten. Es kommt wieder mehr Leichtöl rein. Die sind wieder mehr am Arbeiten. Haben übrigens alle noch. Was? Du bist voll. Ah. Warum bist du komplett voll und die anderen hier sind fast leer. Sehr komisch das Ganze. Ja, trotzdem hätte ich ganz gerne hier diese eine Chemical-Geschichte. So. Dann hätte ich gerne noch ganz normale Rohre. Ah, nee, kein unteren Ding. Das macht wieder meine Rohre kaputt. So. Da. Da. Runter. Da. Du stellst bitte her. Solid Fuel Block aus. Das da. So, dann kriegst du. Wir haben keine Kisten. Kriegst du hier eine Kiste. Kriegst du hier eine Kiste? So. Dann verbrauchen wir jetzt auch Petroleumgas. Okay. Also, es ist doch nicht so ein Problem, wie ich dachte. Ich dachte, alle Kisten wären so leer wie die eine Testkiste, die ich da gemacht habe. Aber, ne? Hier. Und hier sieht man halt, dass dem nicht so wirklich so ist. Das ist schön. So, du. Hältst uns mit Kohle versorgt, das ist schön. So, was jetzt noch? Du. Oh, das geht ganz schön flott. Das heißt, die 30 Module hätten wir schon mal. Das heißt, es fehlt jetzt eigentlich Ardeit und Kobalt, richtig? Ich hätte mal ganz gerne. Metalle.
Ich hätte gerne mal Kobaltplatten und Ardite-Platten. Weil es war recht viel, was man brauchte. Genau, 80 jeweils plus Tungsten. Achso, Tungsten hätte ich dann auch ganz. Achso, habe ich schon. Ja, ich denke mal, während die hier alle mal rumwuseln sind, ziehe ich dann los. Hol mir jetzt 200 oder einfach ein bisschen Kobalt, ein bisschen Ardite, gucke, ob es reicht. Und wenn ich Tungsten sehe, nehme ich das auch noch mit. Oh, stopp. Wo ich jetzt eh gleich nach unten laufen werde, hätte ich schon mal ganz gerne die hier alle. Um damit die Türme hier zu machen. Und es fehlt Stahl. Das denke ich nicht. Eigentlich sollten wir ziemlich, ziemlich viel Stahl haben. Jo. So. Hätte ich gerne noch mehr davon. Und eine Fabrik, die Stahlzahnräder herstellt, wird langsam auch interessant. Wie spät haben wir es? Ah, ist okay. Also ich gehe jetzt los, hole ein bisschen Kobalt, hole ein bisschen Ardite, hole ein bisschen Tungsten. Wenn es dunkel wird und zu nervig mit dem Rumgelaufe, dann gehe ich wieder hoch, baue eine Fabrik auf, die Zahnräder herstellt. Damit ich das nicht mehr machen muss. Für die Türme. Und damit wir die auch automatisieren können. Also es klingt momentan noch ein bisschen weit hergeholt, dass wir die silbernen Topaz-Türme automatisieren und regelmäßig ersetzen müssen. Aber ich denke mal, spätestens wenn die König- und Königinnen-Spucker kommen, könnten die eine ernsthafte Gefahr werden für die Türme. Ja, wobei die 20 Zahnräder zu bauen ist gar nicht so anstrengend. Ah ja, trotzdem, auf Vorrat, die alle da haben, ist schon mal ganz schick. Und ich habe schon viel zu viel Kobalt, kann das sein? Jo, war nur 80, okay. Also, das ist kein Ding. Ardite ist gleich daneben. Obsidiane haben wir viel zu viel. Dafür haben wir immer noch keine Verwendung gefunden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich sollte eh noch ein bisschen mehr Ardite abbauen als 80, also auch so um die 100 wie bei dem Kobalt, damit ich mir regelmäßig auch neue Spitzhacken machen kann. Die halten zwar ewig lange, aber bei diesem kleinen Zeitraffer da, wo ich die Topaz-Erze rausgeschlagen habe, da habe ich glaube ich auch so ein, zwei verbraucht. Es läppert sich. So, Ardite haben wir auch genug. Tungsten. Tungsten hatten wir unsere Schmetterlinge da oben. So, du bist leer, hm? Ja, komm mit, ganz viel Blei. Silber brauche ich noch nicht. Gold. Ja, die Mauer hier. Mach mal bitte hier. Wald weg. Wald weg. Wald weg, danke. Einfach nur so. Damit ich hier einfach durchkomme. Mit dir. Weg, weg, weg. So. Tungsten waren bei diesen Mini-Konstruktionen, die ich gebaut habe. Die gingen so, was die Abbaugeschwindigkeit angeht. Aber ich bin jetzt hier auch eine halbe Stunde oder so nicht da gewesen. Also sollte ein bisschen was zusammengekommen sein. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo es dunkel wird und es zu nervig wird, hier durchzulaufen. Aber ja. 75. Okay. Und der andere? Hier war irgendwo. Oh. Hier war irgendwo noch einer. Kann noch nichts sehen. Ah, da. Du hast mehr als 75? Ja, du hast viel mehr als 75. Sehr schön. Wie war das mit den Tungstenmauern? Immer alles mit dir. Kohle. Es ist eklig, aber ich tue es jetzt mal rein. Wo ist das Nachtsichtgerät? Da. Ah. Jedes Mal neuer Brechreiz. Nee. Was bist du? Du bist Ardite. Da wäre Blei. Tin. Ich hätte gern was, irgendwas innerhalb meiner Mauern. Da fühle ich mich einen Ticken sicherer. Ja, der ganze Wald muss ja einfach weg. Den finde ich schon irgendwas unter dem Wald. Das ist okay. Also schlag dich bitte nach Hause durch. Dann bauen wir fleißig unsere Roboports und dann kommen wir irgendwann hier hoch und machen alles weg. Mit ganz großen Maschinen. Apropos Roboports. Da, bau mal bitte, während wir unterwegs sind, zwei Roboports. Und zwar auch ruhig die alten, weil die neuen werde ich echt nur bei den Hauptknotenpunkten machen.
Also in der Nähe der Schmelzanlagen, in der Nähe von den Zügen später, sowas in der Richtung.